Hallo Leute, herzlich willkommen bei Vigasilf mit mir, der Jutes und der lieben Sefi. Hallo. Und wir spielen weiter das Hauspark und der Stab der Wahrheit und wir sind im Elfenkönigreich, wo ich mich immer noch ziemlich unwohl fühle. Aber eine schöne Top-Pflanze habt ihr hier. Hi Stan. All is lost. My contacts, my maps, my friends list, all taken from me by the She-Ogre. She has no soul. You will help me battle the She-Ogre and reclaim my iPhone? Perhaps you are one to be trusted. Very well. Let us end this. Ah, ich glaube, ich weiß, wen er meint. Bestimmt seine Schwester. You know what every good bard should have? A flute. If I had a flute, I could play fantastic melody. If I only had a flute. My Facebook says the Ranger might be selling one. You know where the Ranch is? I'd love to see if I could buy that flute. Wie, das würde ich als Quest, wollte gerade sagen. Hey, you want to go to the Ranch? Maybe I can finally get that flute. Hi, du. Our king may trust you, but that doesn't mean I have to. Ah, du bist im Shop. Any ally of the Elf King is an ally of mine. And my shop is open to you. Mann, habt ihr alle andere Ansichten. Ein Donnerzweig. Feiner Nahkampf leidet bis zu 25 Schaden. Finde ich gut. Schokoriegelverpackung. Du heißt jede Runde im Kampf 25 TP. Auch nett. Köcher verursacht 10% mehr Bogenschaden. Auch gut. Labyrinth verursacht 10% mehr Schaden durch einhändige Waffen. Auch gut. Was haben wir denn hier noch? Ich kann ja mal was verkaufen. Ich will sowieso hier nur Müll. Fetzeneis zerrissene Mantels. Bitteschön! Die Kacke, die er gepinkelt hat. Das Kaninchen verkaufe ich immer noch nicht. Hier habt ihr ein paar Augäpfel, was ihr damit wollt. Ein Rennwagen. Ein normales Eiscreme. Ein Mikrochip. Weltraumgeld. Viel Spaß damit. Hier habt ihr den ganzen Stapel. Leuchtende Kristallstücke. Hier, bitteschön. Kotzkrügenpreis. Kotzkrügen. Hab ich das richtig gelesen? Ach, scheiß drauf. Zwei Videospiele. Zerknüllte Papiere. Papprollen. Simo Schnapp. Oh, ich habe dem Kind gerade Alkohol verkauft. Entschuldigung. Ich hab dir noch ein paar Dildos. Und Antonio Banderas Liebespuppe. Der Milchmann. Hier, Schamhaare. Viel Spaß damit. Ein Taschenrechner brauchst du doch bestimmt. Und hier ein paar Sponsbobs. So, das reicht ja erstmal. Kann ich dort kaufen. Was gibt's hier noch Schönes? Eine Elfenperücke. Eine Elfinperücke. Wie sieht denn das aus? Okay. Ein Zweig. Oh. Das sieht cool aus. Ausrüstung. 12 Rüstung zum Schwächfeindlichen. Blablabla. Du hättest Angriff erhöht, wenn dein Begleiter stirbt. Nein. Du hättest 50 TP, wenn dein Begleiter angreift. Auch nicht schlecht. Fügt 10 Rüstung zu, bla bla bla. Doof. Waffen. Eine Elfenklinge. Ein Langbogen. Feuer 2 Geschosse ab, die kritisch wirken, wenn du perfekt triffst. Ah, nehme ich das mal mit. Eine Räuberklinge. Ist das ein Zweihänder? Das Ziel beginnt mit einem perfekten Angriff zu bluten. Meins. Super. Oh, Jason. Hi, Jason. So, hi Jason. Ach, hab ich ja gerade schon gesagt. Steht da? Wenn du meine Hilfe brauchst, ruf mich an. Ich werde über deine Feinde kommen wie Smog über Shanghai. War das gemein? So, dann nehme ich mal alles hier runter. Und packe mir mal die... Wo ist er denn? Den Säbel. Füge mir etwas Donnerschaden hinzu. Nehme den Flicken hier runter. Das ist gar kein Flicken. Ach schade, jetzt habe ich auch keinen Branddings mehr. Ach egal. Kriege ich schon irgendwie hin. Was haben wir denn hier? 10 Schaden, mehr Block. Du hast einen MP.
Zack. Dann haben wir hier eine Spielmannskappe. Bodenschaden, heile Runde. Maximal TP. Was habe ich denn jetzt da? Jetzt 50 TP, wenn ein Begleiter angreift. Was hatte ich hier noch? Du hältst 2 MP, wenn du Feuerschaden hinzufügst. Achso. Das kann ich ja nicht mal kombinieren. Machen wir das mal. Das. Was haben wir hier? Habe ich doch was Neues? Nein, dann lasse ich das. Warte. Ich will hier die Farbe mal ändern. Ich habe jetzt ein paar neue Färbchen gekriegt. Oh, falscher Knopf. Es fehlt nur noch ein Ferris. Er sieht voll gay aus. Ja. Kannst du nicht, du kannst auch stattdessen orange nehmen. Stimmt, das könnte ich auch machen. Ach, hier ist mehr so ein Orange. Sieht zumindest nicht so gay aus. Das stimmt. So, jetzt habe ich hier noch eine Aufwertung. Nach Erfolg Einsatz wirst du vom nächsten Treffer geschützt. Schneise wird jede verringende Abwehr. Ach, nehmen wir das hier mal. Bisschen geschützt, das war aber ganz gut. Und ich lade jetzt noch einen Vorteil. Oh ja, ich habe schon wieder einen Vorteil. Ja, wer Freunde hat, ist ein Vorteil. Ha, der war gut. Stimmt sogar. Wenn du schwer verletzt bist, bewirkt zu Schaden bei Feinden, die bluten. Nee. Und erleide selbst weniger. Ah ja. Ich glaube, das mache ich mal. Sehr gut. Guten Tag, meine neuen Freunde. Voll dreckige Verräter. Das stimmt. Well of Insight? Insight? Wer bist du? Hundekacke. So saith the Well of Insight. Plus, it's all over Twitter. The Well says balance can be restored only if a chosen one were to fuck up their banners. Du Typ heißt Hundekacke. Bin ich hier mit Saftsack noch richtig gut bedient? Kann ich da hoch? Kann ich da rein? Kann ich das looten? No tricks, human. Ja, ja. Mach mal keinen Stress hier. Ich bin der König der Welt! Toll. Das hat sich ja gelohnt. Ich dachte, hier oben wäre wegen so einem schönen Pokémon. Scheinbar nicht. Oder ich bin wieder blind. Oh, hi! Gesundheitstrank. Löffelgabe. Noch irgendwas. Heiltrank. Oh, Elfenwürfel. Fügt beim perfekten Angriff Frostenschaden zu. Yay! Das ist doch mal... Halt, Timmy! Wo bist du näher? Dann mache ich das doch mal anders. Machen wir das mal weg. Setzen den da mal drauf. So. Oh, ich wollte den Kühlschrank looten. Mensch, Timmy, jetzt mir auch was sagen können. Ein 3D. Popcorn-Halskette. Macaroni-Bilder. Was kannst du eigentlich, Jimmy? Der Bade. Jimmy rockt mit seiner Laute und bringt der Gruppe MP. Jimmy singt ein Lied, das Schweine schwächt, aber die Gruppe stärkt. Jimmy singt Feinde in den Schlaf und verhindert, dass sie etwas tun können. Wirkt, bis sie Schaden nehmen oder sie selbst aufwachen. Warte, ich habe ja noch, sag schon, Stan habe ich auch noch gekriegt. Hey, Stan, komm mal her.
Stan, Todesmarkierung. Stan zeigt mit dem Laserpointer des Weitläufers auf den Schritt des Ziels und lässt Sparky angreifen. Stan wirbelt einen tödlichen Diskus auf das Ziel. Der Diskus kann zufällig Ziele wiederfliegen. Stan wirkt ein sich drehendes Schwert, das mehrere Feinde trifft. Ich will Stan erstmal als Begleiter haben. Kann ich Butters nicht wieder mitnehmen? Die Bilder. Was haben wir denn hier Schönes? Ist das ein Elefant da unten? Auf dem Bild? Ich glaube ja. Ah, das sind die Hockeyschläger. Oh ja. Oh Mann. Eine Unterhose, yay. I guess that's cool. 5 von 5. Ah, da ist da sein Drachenflieger. Ja, von seinen... Von seinen Superhelden. Genau. Wie hieß er noch? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Das konnte ich mir irgendwie nie merken. Nee, ich auch nicht. Geld. Was ich an das... Was sind das für Änderungen? VHS. Mhm. Kanadische Adoptionsunterlagen. Geld. Poflowskis Geradenschlüssel. Eine Barbarenperücke. Ach, das Bild ist irgendwie cool. Ja. Stan, hast du ein richtiges Schwert in der Hand? Das sieht richtig cool aus. Sagte diejenige mit dem Elektroschwert. Ich habe gerade was mit Akne gefunden. Ich kann mir Akne aufsetzen. Na, lecker. In die Ritter der Tafelrunde. Sind wir? Keine Ahnung. Hallo, Mr. Broflowski. Hey, if you ever want to sue anybody, you can come to me first. Okay. Ich will dahin. Ich will dahin. Ich will dahin. Kites Koletten, Koteletten. Kleiner Magnet, du erhältst 20% mehr Geld. Oh, ein Gym-Pokémon. So, was hat Jimmy jetzt geschrieben? Timmy! Hi. Ja, ja, wir sind schon Freunde, ich weiß. Okay, Stan, soweit ich weiß, musst du nebenan. Ich fühle mich gerade voll ab, das war der Fernseher. Nothing can prepare you for this battle. If I die, tell the guys I fought bravely. Ich komm doch mit. Mit mir kann dir doch nichts passieren, mein Großer. Down on that side is where my parents sleep, and across from that is the cave of the sea ogre. Give me back my iPhone, demon! You little turd! I've brought help. Let's see you try and take us both. Ja, es gibt nichts Schlimmeres als größere Schwester. Nein, ich hab meine lieb. So. Mal sehen, ob wir dich einfreezen können. Alter, hast du viel KP. Und ist angewidert, sehr schön. Was kannst du? Todesmarkierung. Go get him, boy. Interessant. Krasse Sache. Dann haben wir einmal kurz Heile. Dann kann ich meinen Angriff noch erholen. Und dann gehe ich mal mit meiner Räuberklinge. Drücke A, achso gut. Dann werde ich mal... Das ist eigentlich nicht. Was ist das denn? Wirbeln lässt deinen Dreil zwischen Feinden noch rumspringen und entfernt von eingetroffenen Feinden positive Statuseffekte. Gut zu wissen. Aber erstmal beschneide ich sie. Da bluten mal vier. Das rockt doch.
mache ich hier nochmal, dass ich wieder ein bisschen Mana habe. Nein, 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 zu viel Mana. Ach, ich will gar kein Mana, ich will hier MP, will ich haben. Hier, bitteschön. Oh, ich werde sogar... Ah, wenn er mich sogar heilt, kriege ich noch Boost auf Angriff. Oh, nice, sehr interessant. So, Stanley-Line, was kannst du? Diskus, der macht. Der kann zufällig... Stern wird ein drehendes Schwert und möchte... Ah ja, oh, sind das nur einer. Ach, egal. Bam. Kirschbombenangriff. Au. So. Stan, du kannst dich mal heilen. Ich trau deiner Schwester nicht. Wer tut das schon? Gute Frage. Ich ziehe 500 ab. Oh, da habe ich gepennt. Hätte er auf mich einzukloppen, so eine Verrückte. Aber genau das ist sie doch. Ich kann doch ruhig damit aufhören. Ich glaube das... Ach nee, ich habe ja gar nicht mehr so viel Heilung drauf. Wohl. Ah ne, ich benebel sie, glaube ich, betäube sie. Hallo? Mein Jutsu! Oh, ich drücke auch so den immer X statt A. Hätte jetzt so viele Statusveränderungen. Gott, ich bin angewidert. Es widert mich an. Und mich eher. So, wieder geboostet. So, Stan, gib mir den Rest. Nein, ja, nicht. Vielleicht lootet sie ja. Oh, nice. Take mein iPhone again, and I shall bring justice swifter yet. Get out of my room, turd! Krieg ich jetzt das iPhone? Das war bestimmt teuer. Ein iPhone ist immer teuer. I bow to you, Ogre Slayer. I'm glad to call you friend. Yay, Stan ist jetzt mein Freund. Sehr schön. Neue Nachricht von Stan. Oh, man ist erledigt. Jetzt können wir alle, können sich alle Elfen wieder gefahrlos in Lande Larnion bewegen. Gesundheit. So, jetzt wollen wir nochmal Jimmy da sein Dings holen, seine Flöte. Bei George. Ach, obwohl, hier war ja ein Timmy-Ding. Timmy! Kann mich hier hinporten. So, ach, da kann ich ja sowieso gleich hin und noch ein paar Sachen für die Ghost-Kinder holen. Das trifft sich ja wieder einmal prima. Mhm. Noch eine Nachricht von Stan. Mein Gott. Sparky hat gerade einen Haufen gemacht, der genau wie Cartmans Kopf aussieht. Kyle gefällt das. Hey, du. Will ich hoffen. Davon brauche ich nichts. Ausrüstung. Ah, ein Gothkostüm, eine Gothmütze, ein Gothhandschuhe und noch viel Müll, den ich nicht brauche. Gut, dann laufen wir mal kurz als Goth rum. Was haben wir denn hier? Gothmütze. Du erhältst Individualität durch Beleidigung anderer. Du verlierst mit jeder Runde den Glauben an die Menschheit. Minus 20% Charisma.
Ich glaube, das hält sich jetzt alles auf, wenn ich die anquatsche. Das bringt ja mal gar nichts. Komm mit Stellen, mein treuer Recken. Gehen wir zur Farm des Todes. Scheiß Weg dahin. Hallo Mumus. Irgendwas erinnert dich an Jimmy? Ach so. Die Melodie. Aber ich will erstmal. Ich will Jimmy dabei haben. Ich will ihn auch mal ausprobieren. Lasst mich Jimmy ausprobieren. Bum, bum. Ah, und schon kommt eine Szene. Excuse us, hello? Hey, get off my ranch! Sorry to bother you, sir. We are elven warriors of the forest. I understand you might have a flute for sale. You want to buy the flute? It just so happens I'm a level 10 bard. And a flute is just what I need to play magical songs of enchantment. Of enchantment. Magical songs of enchantment. A flute is just what I need to play. A flute is just what I need to play magical songs of enchantment. Magical songs of enchantment. A flute is just what I need to play magical songs of enchantment. Ich bin mal so frei. Das hat mir jetzt etwas zu lange gedauert. Aber ich muss vorher cutten. Ich mach das neben dieser wunderbaren, niedlichen Kuh. Hallo Kind! Oh, you found me. So Mumu. Jimmy, geh da weg. Die Abmotten ist ein bisschen komplizierter als mit Butters. Auf jeden Fall, in dem Sinne verabschiede ich mich und wünsche euch noch einen schönen Tag, wollte ich gerade sagen. Ist auch nicht verkehrt. Und hoffe, dass ihr das nächste Mal mit dabei seid, wenn wir die Flöte holen. Ja! Bis dahin sage ich Tschüss. Tschüss.